In meiner alten Werkstatt vor YouTube habe ich früher mal geschaut, okay, was macht mir Spaß in der Werkstatt und wie kann ich damit mir ein bisschen Geld dazu verdienen? Und heute zeige ich dir in diesem Video, wie du als Heimwerker an deiner Werkstatt aus 12 Euro mehr draus machen kannst. Das ist das Material, was wir heute benutzen werden. Die heißen im Baumarkt Baudielen. Das sind einfache Baubohlen, die sind in dem Fall 3 Meter lang und da kostet das Stück 11,85 Euro. Wenn ihr das Material kauft, schaut auf jeden Fall, dass keine Risse im Material drin sind. Es darf kein Kern in der Bohle drin sein und wenige Äste sind auf jeden Fall von Vorteil. Schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr meine Webseite und ich werde mal schauen, dass ich so eine Art von Bauplan erstellen werde, damit ihr so ein paar Maße bekommt, wie ihr halt eben diese komplette Bohle komplett ausreizen könnt und möglichst viele Schneidebretter daraus bauen könnt. Das ist jetzt der zweite kostenlose Plan, den ich jetzt in 2 Wochen schon veröffentlicht habe und aus dem Grund würde ich mich umso mehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dir beim nächsten Mal auch nochmal ein Video von mir von YouTube dann angezeigt wird. Ich hoffe, du bist bis jetzt am Video dran geblieben, denn ich habe dir jetzt noch gar nicht gesagt, was so das Spezielle an diesem Projekt hier ist, warum man damit auch eigentlich so gut Geld verdienen kann. Natürlich wollen wir jetzt auch ein Produkt herstellen, was gut hält und was man lange benutzen kann und was halt die 30 Euro auf jeden Fall wert ist, eher noch ein bisschen mehr. Und das ist so ein reines Fichtenbrett jetzt erstmal gar nicht. Weil das Fichtenholz hier, das ist nicht sonderlich strapazierfähig, da hat man sehr, sehr schnell viele Schaden drin, wenn man damit halt in der Küche täglich etwas schneidet. Und das ist halt eben der Clou an diesem Video und das ist auch der Grund, warum du hier mit diesen Teilen hier echt gut Geld verdienen kannst. Das Material ist immer vorrätig, das Material ist günstig, das ist nicht so schwer und es ist eigentlich ziemlich übersichtlich, was wir damit machen müssen, damit wir halt eben das Endprodukt erhalten. Denn wir werden nicht ein normales Schneidebrett hier draus bauen, wir werden hier draus ein Stirnholzschneidebrett machen. Und so erhält man nicht nur eine richtig geile Optik, bleibt auf jeden Fall am Video dran, denn dann werdet ihr die natürlich noch sehen, wenn wir das dann gleich machen. Ihr werdet sehen, wie wir das Ganze tun. Und wir erhalten halt eben ein Schneidebrett, was extrem stabil ist. Also, was haben wir bis jetzt getan? Eigentlich haben wir bis jetzt mal ein relativ massives, kurzes Brett hergestellt. Und jetzt geht es halt mit der coolen Weiterbearbeitung weiter. Und das bedeutet, wir müssen das Ganze verhobeln. Wir müssen es zuschneiden. Und dann kommen wir an den coolen Leimprozess. Und dann ist noch ein bisschen Bearbeitung notwendig, dass das halt auch schön ist und man mitarbeiten möchte.
was hier diese Hölzer sind, erkläre ich gleich. Jetzt bereiten wir als erstes mal wieder unsere Rohrschraubzwingen vor. Die findet ihr auch übrigens in der Videobeschreibung. Das Bunddreieck hier ist übrigens, falls uns das Ganze mal runterfällt, dass wir es nochmal zusammenbekommen. Jetzt klappen wir einfach alle Teile so ein Stück rum. Und wir sehen hier durchgängig das Stirnholz. Das sieht jetzt noch ein bisschen langweilig aus. Und aus dem Grund drehen wir jetzt jedes zweite Brett. Und das sieht halt eben jetzt schon super, super cool aus. Diese Hölzer sind ja auch jetzt einfach nur dazu da, damit wir es so ein bisschen ausrichten können und wir keinen Versatz haben. Das Ganze sieht jetzt so aus und jetzt muss man es noch echt gut schleifen. Jetzt mal kurz ein paar Worte zum Thema Schleifen, weil ich eine Maschine benutzen werde, die wahrscheinlich viele nicht haben. Also grundsätzlich habe ich es in der alten Werkstatt so gemacht, dass jetzt der Schritt gekommen wäre, wo ich es gehobelt hätte. Ja, Stirnholz kann man hobeln, ist aber ein eigenes Thema. Wie gesagt, dafür muss der Vorschub auch echt langsam sein. Mit meiner alten Scheppach, da ging das ganz gut. Da habe ich die Stirnholzseiten gehobelt. Wenn ihr es hobelt, ist die Oberfläche aber echt richtig schlecht. Wenn ihr einen guten Sägeschnitt habt, dann müsst ihr gar nicht mal mehr so viel schleifen. Ich habe ganz, ganz am Anfang immer einen Bandschleifer benutzt. Das ist tatsächlich sogar noch dieser hier. Da habe ich mal einfach ganz, ganz viel 40er Korn bestellt, um das runterzuschleifen. Hat für den Anfang gut funktioniert, aber nur mit dem Bandschleifer, da geht das schon ziemlich auf die Zeit, weil es halt einfach super lange dauert. Und genau aus dem Grund, weil ich damals auch nicht viel Platz hatte, habe ich mir einen Trommelschleifer gebaut. Das war tatsächlich auch genau der Grund, warum ich mir einen Trommelschleifer damals, glaube ich, sogar gebaut habe. Einfach nur, damit ich hier diese Stirnholzschneidebretter schneller und effizienter runterschleifen kann. Und ich kann euch eins sagen, ein Trommelschleifer ist richtig, richtig cool. Wäre sogar noch ein guter Zusatz hier zu diesem Langbandschleifer, aber ab einem gewissen Punkt ist auch meine Werkstatt irgendwann voll, deswegen werde ich mir jetzt erstmal keinen Trommelschleifer mehr bauen. Aber mit dem Trommelschleifer könnt ihr hier sowas echt richtig gut schleifen. Jetzt sagen wahrscheinlich viele, ja Philipp, aber jetzt hier 12 Euro Holz und 5000 oder 10 Millionen Euro Maschinen. Nein, das zählt in diesem Punkt nicht, denn ich habe das hier alles auch schon getan, ohne diese ganzen Maschinen in meiner alten Werkstatt, ohne hier diesen Langbandschleifer. Aus dem Grund, die Leute, die das schreiben, das sind alles nur Ausreden. Überlegt euch vielleicht etwas, was für euch dann gut funktioniert und es muss natürlich auch Spaß machen. Als Finish benutze ich wie jedes Mal mein eigenes Finish. Findet ihr unten in der Videobeschreibung, verlinke ich euch dort. Und jetzt kommt der spannendste Moment vom ganzen Video. Wie sieht das Schneidebrett aus, wenn es gefinisht wird? Die Struktur sieht hier bei diesem Schneidebrett schon mega, mega schön aus. Wir sehen hier, dass wir das immer rumgedreht haben. Das ergibt einfach eine richtig coole Optik. Und die wird jetzt gleich noch cooler. Das ist nicht ein krasser Unterschied. Was man alles so aus einer Bohle machen kann. Wir haben jetzt hier drei Schneidebretter. Eigentlich haben wir vier, das hier habe ich aber auch noch unbehandelt gelassen, weil ich das vielleicht für ein anderes Projekt brauche.
Und außerdem habe ich aus diesem kleinen Brett hier diese Untersetzer gemacht. Das werde ich jetzt als Blumenuntersetzer benutzen, aber von der Optik her kann man hier auch schöne runde Schneidebretter raus machen. Ging auch mal damals ganz gut. Und zwar habt ihr jetzt gesehen, wie wir hier diese Schneidebretter hergestellt haben. Wie gesagt, einen Langbandschleifer hatte ich damals nicht. Aber die Schneidebretter hier sehen doch von der Form her ziemlich ähnlich aus. Dieses Schneidebrett hier wird von meinen Eltern täglich benutzt. Und man sieht halt eben, dass es hier in der Mitte so ein bisschen abgenutzt ist. Aber unten drunter sieht es immer noch ganz gut aus. Hier sieht man halt immer, wo man das Schneidebrett hochhebt. Hier ist es halt ein bisschen dreckiger geworden. Aber so hat es halt am Anfang mal ausgesehen. Also dieses Schneidebrett hier wurde täglich benutzt und das habe ich auch eigentlich noch nicht verkauft, weil hier so ein kleiner Fehler im Holz drin war. Das war der Grund, warum das meine Mutter bekommen hat. Und wir haben hier nur eine kleine Stelle, wo das Holz aufgegangen ist. Hier sieht man auch, dass es mal ein bisschen länger im Wasser gestanden hat. Also es wird richtig, richtig genutzt. Hier dieser Riss war jetzt aber auch echt schon sehr, sehr lange drin. Ist aber auch eigentlich egal. So mal zum Vergleich. Das ist jetzt ganz frisch und das hier ist jetzt so circa 2-3 Jahre alt, wenn nicht sogar älter. Ich habe hier diese Schneidebretter ja früher verkauft und ich habe dir schon versprochen, dir zu sagen, wie ich sie damals verkauft habe. Also damals, als ich diese Schneidebretter hier gemacht habe, habe ich einfach mal ein paar von diesen Schneidebrettern hier gemacht, weil ich das halt auch einfach ausprobieren wollte und mir hat es halt Spaß gemacht, dann die ganzen Tag an der Tischkreissäge etwas zuzuschneiden und zu schleifen. Dann habe ich meiner Mutter so ein Schneidebrett gegeben, es kam Besuch, der Besuch hat dieses Schneidebrett gesehen, ich war zufällig da und da wurde halt gefragt, okay, was bekommst du denn für so eins? Und da habe ich gesagt, okay, 30 oder 35 Euro irgendwie so in dem Dreh und da hat sie halt gesagt, okay, nehme ich mit. Dann hat dort nochmal ein Bekannter bei ihr dieses Schneidebrett gesehen und so ging das dann halt weiter. Das waren jetzt keine hunderte Schneidebretter, die ich verkauft habe, vielleicht so 20 Stück. Es ist vor allen Dingen immer ganz, ganz einfach zu sagen, okay, ah, nee, das hier macht alles keinen Sinn. Dann hat man halt am Schluss gar nichts, wenn man nicht irgendwie was anderes natürlich macht. Aber derjenige, der dann halt in dieser Zeit, anstatt vorm Fernseher zu sitzen, hier diese Teile macht, der hat halt am Schluss was. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Auch wenn man vielleicht runtergerechnet pro Stunde nicht so viel bekommt wie ein richtiger Schreiner. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Das war die Erklärung, wie ich meine Schneidebretter damals verkauft habe. Ich habe dann noch zusätzlich irgendwann mal auf Facebook ein Bild hochgeladen und da haben halt einfach Bekannte, die haben das halt gesehen. So habe ich damals ein paar Schneidebretter verkauft und das war halt eigentlich zu der Zeit ganz schön. Ich bin sowieso zu dieser Zeit immer relativ oft auf dem Bau noch nebenbei arbeiten gegangen und da war das halt einfach super cool, weil ich konnte das zu Hause in meiner Werkstatt machen. Es hat super viel Spaß gemacht und ich musste nicht shippen, ne? Das ist halt auch ganz cool gewesen. Jetzt aber noch abgesehen davon, du musst das ja nicht tun, um Geld zu verdienen. Du kannst das ja auch tun, kannst es noch einmal in der Mitte teilen, um zum Beispiel ein schönes Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk oder was auch immer herzustellen oder einfach ein bisschen schöne Zeit in einer Werkstatt zu verbringen. Denn dieses Schneidebrett hier kann ich dir garantieren, das wirst du ein bisschen länger haben und hast halt eben ganz, ganz geringe Kosten, was das Material angeht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen höher, dass YouTube selbst dir das Video dann auch vorstellt oder es anzeigt und du noch draufklicken musst. Und das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Hier auf der Seite findest du noch zwei weitere Videos von mir. Da geht es auch so ein bisschen um das Thema Holz. Ich sage tschüss und wünsche einen schönen Tag nochmal.